Ich habe vorhin sauber ganz vergessen, dass im Qualifying, als ich immer von Magnussen, Grosjean, also von Haas und Force India gesprochen habe. Ich habe nämlich einen ganz tollen Plan. Ich versuche mich irgendwie an eben Force India, Haas und auch an Sauber zu pappen, mitzugehen, zu sparen und dann gegen Ende des Rennens an denen vorbeizuziehen. Deswegen ist mir auch so ein Startplatz wie hier heute lieber als zum Beispiel der von Hülkenberg oder noch weiter vorne, denn vorbeifahren werden sie ganz bestimmt, aber klingt in der Theorie alles so einfach, wird bestimmt ganz anders kommen, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zum Rennen aus Italien. Die schnellste Runde haben wir geholt in Q2 nicht. Das war in Q1. Ich hätte auch genauso schnell fahren können wie Hülkenberg. Oder eben sogar noch schneller, sonst hätten wir den Punkt nicht für schnellste Runde. In Q2 war ich langsamer. Wollte aber auch nicht die Reifen noch weiter fahren. Zwei Runden waren schon zu viel. Und nochmal frische Reifen auspacken und dann vielleicht 8. oder 7. sein? Nee. Die kommen ja dann eh vorbei. Na gut, also ein Punkt Vorsprung vor Leclerc und ein Punkt Vorsprung vor Hülkenberg. Ich dachte schon, es läuft da oben ein Männlein lang, also über unserer Tabelle so ein ganz kleines Männlein, als der da ins Bild kam, der Mechaniker. 111 Ressourcenpunkte. Die 7000 werden wir hoffentlich überschreiten nach dem Rennen. Aber dafür müssen wir noch was tun. Wir sind ein Fahrer mit Hang zur Fairness, aber nicht der absolute Sportsmann. Das war Pech. Nicht ganz da, wo wir im Grid sein wollten. Aber Kopf hoch, das ist noch nicht das Ende der Welt. Pech war es nicht, das war zu langsam. Ich bin ja in Q1 zu schnell gefahren und bin dann bewusst nicht mehr gefahren mit nochmal frischen Reifen im Qualifying. Hier, viel Glück. Das ganze Team hat am Rennwochenende, künstlerische Freiheit meinerseits, mit Volldampf gearbeitet, um dir die bestmöglichen Voraussetzungen zu geben. Jetzt musst du nur noch was draus machen. Gar kein Smiley von Jeff. Nö. Er soll nicht vergessen zu trinken. Ja, hab noch Apfelsaft hier. Im Wagen ist eine Wasserflasche Wasser. Aber nutze sie auch. Bei der Hitze ist es wichtig, dass die Flüssigkeit, dass du Flüssigkeit zu dir nimmst. Allgemein, wenn ich so viel quatsche, auch mit Jeff am Funk, dann wird halt der Mund trocken. Da kann auch die Konzentration drunter leiden. Na gut. Ja, so Qualifying-Platzierung habe ich jetzt an zwei Rennwochenenden nicht geschafft, die neuen. Hier war das beste Ergebnis und wir gehen zum Rennen. Hülkenberg von der 10. Zumindest war das seine Qualifying-Platzierung. Die Italiener lieben ihre Autos, sie lieben den Rennsport und vor allem lieben und leben sie Monza. Es ist natürlich das Heimspiel für Ferrari mit 18 Siegen auf dieser Strecke seit 1950. Die heimischen Fahrer hatten nicht ganz so viel Glück wie die heimische Marke. Zum letzten Mal gewann 1966 ein Italiener seinen Heim-Grand Prix. Es ist nun an der Zeit, neue Geschichte zu schreiben. Wir befinden uns zum heutigen Grand Prix knapp 20 Kilometer nordöstlich von Mailand und beim Monza Circuit können wir uns auf Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 346 km/h gefasst machen. Eine 5,79 Kilometer lange Strecke, 11 Kurven und 7 davon Schikanen mit offenem DRS und dem Windschatten des Vordermanns, da sollten heute jede Menge Überholmanöver zu sehen sein. Und bei mir ist heute Stefan Römer. Jetzt würde ich gerne mit dir über Lewis Hamilton reden. Der Sieg beim letzten Rennen war wirklich großartig. Ob Sie das an diesem Wochenende wiederholen können? Im Motorsport gibt es natürlich keine Garantien. Aber ich denke, dass Ihre letzte Performance Ihrem Selbstvertrauen ganz gut getan haben dürfte. Stefan,
Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung an, bevor es losgeht. Valtteri Bottas startet von der Pole Position. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Vettel, Raikkonen, Max Verstappen und Hülkenberg. Ocon, Ricciardo, Grosjean und Charles Leclerc. Magnussen, der Eismann, Markus Eriksson, Sirotkin, Stroll, Hartley, Sergio Perez. Wegen einer früheren Gridstrafe wird er von weiter hinten starten. Und Stoffel van Dorn. Alonso und Pierre Gasly am Ende der Startaufstellung. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Auf der 6, aber erstmal gar keine Flieger am Himmel gewesen. Okay, es geht los. Ich weiß, wozu du fähig bist. Also lass mich heute nicht hängen. Also ich hätte gedacht, Hülkenberg holt in Q3 maximal die 9. Gut, Perez jetzt mit Strafversetzung. Aber dass er jetzt von der 6 aus ins Rennen geht, ist ja heftig, aber das wird ihm nicht viel bringen. Nach vorne wird nichts gehen, nach hinten kommen sie alle an mit Windschatten und DS. Es könnte übel für ihn werden, aber erstmal so weit vorne. Erstmal müssen andere ihn überholen. Und das kostet erstmal Zeit und Runden. Ja, Platz 12, das sieht super aus. Und wir haben recht frische Teile drin. Nahaha, genau das habe ich vor und ich habe noch eine kleine Hoffnung, dass viele, viele Konkurrenten, die mit angefahrenen Reifen ins Q3 gekommen sind, dass die rot und weiß gehen müssen. Dass wir dann Reifenfutter haben, wenn unsere Reifen einfach gut halten. Ich würde auch ganz gerne auf den roten starten, denn was blöd wäre, wenn ich auf gelben ziemlich durchgereicht werde, auf Platz, sagen wir mal, 17. Aber wenn ich am Ende vorfahren will, dann brauche ich Vorteile. Ich muss erstmal vorbeikommen. Windschatten DS, wer weiß, wie groß das Feld da gerade ist, wo wir sind. Wenn ich dann noch die besseren Reifen gegen Rennende habe, wobei gegen Rennende gleicht sich das in etwa aus. Auf den roten starten dann nicht. Also vorm Rennen, nach dem Qualifying in der Pause war es für mich ziemlich klar auf roten. Klarer als jetzt. Was machen wir denn? Schwierig. Werde ich die gelben am Ende des ersten Stints runtergefahren haben? Eine Runde rauszögern will ich eigentlich nicht. Ich muss ja irgendwie dann im zweiten Rennen, in der zweiten Rennhälfte nach vorne kommen. Aber ich brauche auf der Strecke auf jeden Fall Vorteile gegen die direkte Konkurrenz. Da wäre so ein besonderer Reifenvorteil, wenn die weiß sind wie rot, besonders schön. Wenn die Roten auch noch gut arbeiten. Ich kann ja auch vielleicht die Roten länger fahren, wenn ich mich im ersten Stint hinter vielen anderen Autos halte und die nicht voll rannehme. Weil ich einfach hinter denen bleibe. Was aber auch zum Problem werden wird. Also es wird nicht so sein, dass wir Force India, Haas und Sauber vor uns haben. Und wir direkt dahinter kleben. Auch die anderen. Die McLaren oder auch die Toro Rosso, die werden nicht weit weg sein. Zumal da hinten ja noch ein paar schnelle ankommen. Die werden keine 5 Sekunden Sicherheitsabstand halten. Wenn wir irgendwo hinten klemmen, hinter einem klemmen, dann sind die auch dran und können sie überholen. Jetzt müsste ich mich aber so langsam entscheiden. Rote Reifen beim Start. Ich werde erstmal den Sprit einstellen, dann mache ich erstmal was Sinnvolles, dann komme ich erstmal weiter. 27 Runden. Fünf Sekunden sind wir damit langsamer. Monza verbraucht viel Sprit. Viel Gewicht, was wir mit uns rumschleppen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich so viel sparen kann, wie ich es mir vorstelle, damit ich gegen Ende des Rennens wirklich voraushauen kann. Aber ich will hier versuchen, einen Punkt oder Punkte mitzunehmen, wenn es möglich ist. Da will ich auch dann den Motor aufdrehen, wenn es sein muss. Tja, jetzt müsste ich mich aber entschieden haben. Ich starte mal mit den Roten. Ich habe Hoffnung, dass die dann auf Weißen herumfahren. Ich starte auf Roten. Gut.
Die Entscheidung ist gefallen, war eine schwierige Geburt und wir haben mehr als 4 Tankrunden an Puffer. Gut, trocken soll es bleiben. Das Ziel ist klar, soweit wie es geht nach vorne, auf einer Strecke, die uns nicht wirklich liegt, einfach das Beste draus machen. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. So, Jeff, zufrieden, hab die Trinkflasche benutzt. Rote Reifen auch hinter uns. Beim Übungsstart konnten wir keine Probleme feststellen. Halte die Drehzahl beim Start im Auge. Wir wollen schließlich nicht stehen bleiben. Eriksson ist so ein Kandidat für nach vorne kommen. Wäre ich mit gelben Reifen losgefahren, dann hätte ich auch Probleme beim Losfahren gehabt, weil schlechtere Reifen. Dem entgehe ich jetzt auch etwas. Kurve 1 ist übel. Diese lange Gerade, die du nach dem Start hast. Und dann diese enge Schikane. Eine Schikane, wo du so langsam bist. Das ist sowas von gemein. Das ist immer noch, ich finde, mit der beste Start, den man sich wünschen kann in der Formel 1. Der Monsterstart mit der Schikane nach der Beschleunigungsphase. Heute fahren wir gegen die Wand. Gegen Van Dorn und gegen... Nö, ich sag Hülkenberg und Leclerc. Gegen wen fahre ich? Die Fahrer des Rennens sind Van Dorn und Leclerc. Na, immerhin einer. Immer dieser Van Dorn. Rennstrategie? Du hast 11 Runden, bis sich dein Boxenstoppfenster öffnet. Ich will die angezogene Schikane Vialone Ascari hier recht voll mitgehen, deswegen habe ich Abstand gelassen. Rennstrategie. Du hast 11 Runden, bis sich dein Boxenstoppfenster öffnet. Hülkenberg, wir können dich nicht sehen, aber wir kriegen dich hoffentlich. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Position. Oder dabei jemand gequalmt? Also muss auf jeden Fall ganz bleiben. Hartley hinter uns, wir auf der 13, Eriksson auf der 12 vor uns. Jetzt muss ich auf jeden Fall dranbleiben, ansonsten fährt der Hartley vielleicht bald vorbei, wenn ich eben keinen Windschatten verspüre. Wer weiß, wie viel Leistung der wirklich hat. Für die Gerade. Zum Glück bin ich auf den roten gestartet, weil ich glaube, mit den gelben wäre ich voll am Arsch. Der greift mich jetzt schon an. Scheiße, ey. Jetzt verliere ich da vorne den Anschluss komplett. Unbedingt irgendwie wieder ran. Wenn die sich behaken mit Zufall auf die Schikane, komme ich wieder ran. Und das sieht wohl so aus. Hülkenberg sind wieder ganz vorne an der Spitze der Gruppe. Wobei nicht ganz, das ist noch sauber. Also Leclerc. Der Wagen sitzt auf und hat hier verzogen auf der Geraden. Weil wir aufgesessen haben. Ich habe nicht gelenkt, da hat der Wagen einen Satz nach links gemacht. Solange das beim Anbremsen nicht passiert oder im Zweikampf. Sirotkin jetzt hinter uns. Oh Mann. Ja, der Wagen ist schwerer, deswegen setzen wir ihn auf. Hätte ich vielleicht nicht so knapp bemessen sollen, die Fahrzeuge.
Also hätte an einen schweren Wagen im Rennen denken sollen, weil Sprit drin. Mach ich vielleicht beim nächsten Mal. Jetzt kann ich es nicht mehr ändern. Wieder ran, weil die sich behaken. Das Sirotkin ist auch nicht weit weg. Jetzt behaken die sich aber richtig. Hülkenberg voll vorne dran. Nee, hier gebe ich nichts. Der Hintermann wird nicht vorbeifahren. Ich will jetzt nicht draufpassen. Ich komme eh mit dem Anbremsen ran. Batterie ist gut geladen. Den jetzt soll er mir richtig Schwung. Die Rennkommissare haben das DRS aktiviert. Der Hintermann kommt dran. Wo will denn der Eriksson hin? Hülkenberg wird überholt. Jetzt vielleicht einen Platz schnupfen, das wäre schön. Und den nächsten der S-Zone. Jetzt kommt erstmal der Hintermann an. Was? Wo? Ein Reifengeschädigter oder was? Ich sehe nichts bei ihm. Irgendein Problem hat er auf jeden Fall. Und ich bin jetzt weit weg von den Vorderleuten, toll. Grüne Flagge. Aber Hauptsache, wir konnten uns da irgendwie raushalten und unser Wagen ist ganz geblieben. Das Blöde ist, die Rotkin ist jetzt recht nah dran und hat einen tollen Wagen auf der Geraden. Virtuelles Safety Car. Virtuelles Safety Car. Geschwindigkeit sofort verringern und positives Delta halten. Eine Sekunde darf ich aufholen. Über eine Sekunde. Zehntel. 4 Zehntel im Auge behalten die Zeit. 3 Zehntel, komm, Ende vor der Kurve, super. Am Ende wäre ich jetzt da in den roten Bereich gerutscht, das wäre kacke gewesen. Okay, ich muss wieder ran, einer ist ausgeschieden. Die müssen sich wieder behaken da vorne. Hoppala. Das freut Sirotkin sehr. Nee. Wir haben Sprit übrig. Du kannst mit Mischung 3 fahren, wenn du es brauchst. Ja, brauche ich auch ständig. Und das über das ganze Rennen. Na, jetzt wird er uns, glaube ich, gleich bekommen. Wieder Zufall auf die Schikane. Wenn ich jetzt wenigstens mitziehen könnte, wenn die sich da vorne behaken und der S bekomme. Perez hinter uns, toll. Immerhin habe ich gerade DRS, wenn ich so bleibe. Dann versuche ich mal mit Sirotkin mitzugehen, wobei ich nicht glaube, dass er so ein tolles Auto hat, dass er aufschließen kann. Und der Mann ist weit genug weg. Näher an so einem Williams darf ich mich im Grunde nicht orientieren. Das geht rennergebnistechnisch nicht gut. Schubs und Schubs. Hülkenberg jetzt schon vor uns. Aber immerhin sind wir Zwölfter. Fahrer hinter mir. Sirotkin hinter dir. Sie fahren mit alten, super weichen Reifen. Ihre Reifen sind 4 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Letzte Rundenzeit lag bei 1,26,8. Ziehen Sie dann weiße Reifen drauf. Vor dir beträgt 1,9 Sekunden. Fahrer vor mir. Nico vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 1,9 Sekunden. Wir sind pro Runde 9 Zehntel langsamer. Sie fahren mit alten, super weichen Reifen. Ihre Reifen sind 4 Runden alt. Wir vermuten, dass
dass sie noch 2 Stops machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1:08. 2 Stops bei Hülkenberg. Na, gute Nacht, Hülkenberg. Ja, macht irgendwie Spaß, aber irgendwie komme ich gefühlt nicht voran. Ich will ja nach vorne. Da gab es einen Schubser. Wir bekommen ja gleich DRS. Hoffentlich wird Perez sich nicht ganz doll freuen. Okay, Perez ist... Oh Mann, der hängt da hinten mit dran. Möglich fährt er jetzt auch noch was vorbei. Ja, oh, der freut sich wie Baller. 2 auf einen Schlag. Jetzt kann er endlich nach vorne fahren mit seinem tollen Auto. Na, ah. Aber Monza ist einfach geil. Wenn wir jetzt noch richtig mitspielen könnten mit einem geilen Motor, wäre das noch geiler. So, endlich mal irgendwann jemanden dranhängen. Ich hänge eigentlich zu sehr an Sirotkin. Zieh dir wieder davon, der Perez. Ich einfach nicht mithalten kann. Mist, kein DRS, na toll. Er wird auf jeden Fall wieder vorbeifahren. Bitte bekomm die Kurve halbwegs, sonst hat der Perez auch toll. Bleib an ihm dran, vielleicht macht er einen Fehler. Aber soweit noch die Ruhe behalten, die Nase behalten. Das ist erstmal das Wichtigste. Bei der ganzen Action hier auf der Strecke. Oh, wenn der jetzt reinfährt. Deswegen will ich jetzt eigentlich nicht rechts sein. Er fährt zum Glück nicht rein. Puh. Oh, der ist ja da. Verbremst sich, aber ist halt jetzt in. Toll, die Hinterleute freuen sich. So viel Strom habe ich nicht mehr. Dann muss ich zurückstecken, ansonsten geht das schief. Oh Mann, ey. Auf gelben Reifen wäre ich durchgerutscht. Immerhin dürfte ich jetzt DRS haben. Jetzt kann ich mir etwas Strom sparen. Wann haben wir Sprit? Jetzt wieder reinfährt, mir macht er wieder nicht okay. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 16,8 Sekunden. Ja, vorquetschen. Das Problem ist, er wird gleich wieder ansetzen. Aktuell sind wir 11. In der Runde kommt er wieder vorbei und ich weiß ganz genau, wo mit der ist. Aber Perez hat sich gar nicht so sehr abgesetzt, wie ich gedacht hätte. Kann mich jetzt nicht groß verteidigen, denn er fährt eh vorbei. Wobei er ist gerade gar nicht mal so nah. Okay, hat sich geändert. Wenn ich reinstecken kann, ich eh nicht vorbeifahren. Jetzt kommt der Hintermann noch an. Nimm die Hand weg. Ich hasse sowas. Kann man die nicht einfach weglassen, die Animation? Ich muss im Zweifelsfall sehen, wo der Hintermann ist. Ob ich jetzt vorbeikomme mit dem Abstand? Ich komme wieder besser rum. Ich will links bleiben. Irgendwann kommt der rein, dann bin ich weg vom Fenster, weil er mich reinfährt.
probieren wir es jetzt mal hier. Ericsson vor uns, ist Perez abgebogen. Ich darf halt bloß nicht zusehen, dass mir noch der McLaren vorbeifährt. Ich würde jetzt ganz gerne eigentlich auf Standard bleiben. Aber wir haben ja über. Dann bleibe ich immerhin direkt hinter Williams und vor McLaren, hoffe ich. Das ist sauber, auf der Streckenkarte zu sehen. So, jetzt können wir die Kurve hoffentlich alle schneller nehmen, wenn ich jetzt Abstand lasse. Sieht so aus. Ja, der Williams hat auch frische rote Reifen. Hier geht's zu. Aber macht Spaß, keine Frage. Hoffentlich kommt noch eine gute Position bei raus. So, wenn dann wieder links ansetzen bei ihm. Wenn er uns den links Platz lässt. Oh, da kommt. Oh Gott, ein Ferrari, die kommen ja auch gleich. Ah, mit weißen Reifen, interessant. Die werden sich freuen in dem Getümmel hier, in den Kämpfen kommen die jetzt raus. Ich bekomme noch Strom. Der Williams wurde gerade gekascht, ne? Ferrari kommt eh vorbei, dann spare ich jetzt mal Strom. Da war noch ein Mercedes beim Boxenausgang, oder? Den könnte ich im Grunde auch noch vorbeilassen. Ja, da hinten bin ich mir nicht ganz sicher, was das ist. Ich muss mal auf die Strecke vor mir achten. Der fährt auf jeden Fall vorbei und gibt uns jetzt noch Windschatten. Okay, konzentrier dich. Wir müssen dranbleiben. Ein Kimi, genau. Wir sind ja nicht in Frankreich und machen ganz blöde Dinge. Das ist die Hotkey, okay. Und man merkt, dass ich auf einem anderen Modus fahre. DRS sollte ich haben, schätze ich. Aber er hat jetzt auch DRS. Das war die letzten Runden nicht so. Okay, da kommt Vettel an. Ich will auf meiner Ideallinie bleiben, aber jetzt kommt noch ein Mercedes. Dann fahren Sie bitte. Wo ist der Reifen bei ihm? Sirotkin hinter uns, kein Mercedes. Jetzt kann ich mich wenigstens etwas von Sirotkin fernhalten. Zumindest konnte ich das gerade eben. Jetzt ist aber wieder dran. Mann, ey. Macht Spaß. Einstellen, wenn du sie brauchst. Nimm die fette Benzinmischung. Dafür haben wir keinen Strom mehr. Wir kommen ja bald rein und dann klebt der Sirotkin immer noch um uns herum. Toll. Der Mercedes kommt ja auch gleich an. Die Sonne ist etwas mehr rausgekommen, oder? Da ist er schon wieder. Links bitte. Hauptsache, ich kann auf der Ideallinie bleiben. Da ist der Mercedes. Jetzt bin ich zu weit weg, ist nicht gut. Der Wagen hinter dir ist für Mediums in die Box gefahren. Wagen hinter dir jetzt auf Mediums. Der S habe ich so nicht. Ich komme mit rein. Jetzt kommen eh die ganzen schnell an, dann verliere ich bloß Zeit. Mann, ey. Aber wir haben Sprit, das kann ich jetzt voreinsetzen. Ja, der wird vor uns rauskommen. Los, fahr jetzt! Und dann, oh Gott, an dem muss ich auch noch vorbei. Da kommt der Alonso. Sei gut zu diesen Reifen, wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Und Stroll, toll, der Nächste. Und Hartley im Zweikampf, der Nächste, Williams.
Okay, ich muss da jetzt ran. Ich darf nicht wieder in irgendwelche Zweikämpfe verfallen. Eieiei. So geht's nicht. Besser Reifen, ja, aber ersetzt schon an der Brandon Hartley, toll. Nase ganz belassen. Zeit, etwas Ladung zu verbrauchen. Ja, nee, nicht. Oh doch, zu viel. Wo kommt der ganze Strom her? Ich bin da jetzt noch auf Mittel gefahren. Wo kommt der Strom her? Das habe ich nicht mitbekommen. So, nach hinten frei. Jetzt können wir uns irgendwie einklinken, aber bestenfalls können wir auch was nach vorne machen. Aktuell Vorletzter. Ist noch jemand auf blöden Reifen unterwegs und muss nochmal rein? Ich brauche DS. Irgendwie wird, glaube ich, gerade ganz knapp nicht. Am Limit. Den kriege ich auf der Geraden aber nicht. Selbst mit der S glaube ich nicht. Aber wenn ich nach vorne muss, dann eben jetzt. Ansonsten ist das Rennen vorbei. Für die nächste DS-Zone muss ich mitnehmen, um an ihm vorbeizukommen. Dann muss ich irgendwie weg von ihm. Sparen wir hier so viel Sprit in Monster? Ah, Kacke. Für DS reicht's nicht. Den Schatten spüren wir etwas, das ist klar. Eigentlich wollte ich mich jetzt in die DS-Zone schieben, aber ich habe den Wagen zum Glück noch abgefangen bekommen. Ich wollte jetzt mit aller Macht irgendwie auf der Geraden mit einem guten Ausgang in die DS-Zone kommen. Ins DS-Fenster. Wäre beinahe ganz schief gegangen. Ich hoffe, der Williams ist hier richtig gut und kann auf alle davon aufholen. Wie viel schneller einfach Windschatten fahren ist. Nur Windschatten, der Abstand ist eigentlich recht groß, finde ich. Glaube ich, bis Rennen wieder durchfahren mit Fett. Ich bleib mal hier rauf. Ich will irgendwie ins Fenster. Bestenfalls jetzt schon. Wobei die Lesmo, die waren bisher nicht wirklich mein Ding, mein Pflaster. Das sieht nicht verkehrt aus. Der Abstand. Jawohl. Aber Sirotkin kommt an Brandon Hartley ran. War das Hartley? So, statt 10 müssen wir vorbei, dafür müssen wir jetzt alles dran setzen. Die da vorne, wenn die durchfahren, sind zu weit weg für Punkte. Aber wer weiß, was im Rennen noch passiert. Du kommst jetzt hoffentlich nicht rein. Du hast keinen Grund. Du hast harte Reifen und die Nase ist hoffentlich auch ganz. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 16,1 Sekunden. Ja, da kommt er nochmal rein. Jetzt muss ich einfach weg, einfach weg. Ich müsste halt irgendwie den Windschatten von Hartley mitnehmen. Weil der Kollege hinter mir ist zu nah. Ich komme an Hartley ran, aber es reicht noch nicht für diese Runde. Hoffentlich kann ich Sirotkin irgendwie hinter mir halten. Ich will jetzt nicht wieder das Spiel machen. Stroll meine ich, wie die letzten Runden mit
absurd. Brandon Hartley ist weg. Straw erstmal hinter uns. Aber er hat halt DRS. Scheiße. Muss ich ja. Ich will ja noch irgendwie nach vorne. Pierre Gasly ist aber weit weg. Brandon Hartley, komm doch mal näher. Ich brauche deine Hilfe. Nein, nicht schon wieder so ein Kack. Ich scheitere an mir selbst. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,9 Sekunden. Das in der Parabolika war ich jetzt ganz schön überlegen. Das ist irgendwie ein Reifenvorteil. Der war aber die Runden zuvor nicht so groß. Oder hat Sirotkin einfach einen schlechten Lauf erwischt? Ah, der Abstand könnte passen. Dann muss ich aber auf Stadtziel vorne bleiben. Das ist dann auch noch ein Problem. Vettel aus dem Rennen. Safety Car? Virtuelle Safety Car wäre gut. Dann könnten wir in alle reinkommen. Nimm diese Schrift weg. So, hier hätte ich vorhin einen Vorteil. Das muss ich jetzt irgendwie ummünzen. Da sind zwei drin. Persönliche Bestzeit und dahinter muss ich weg. Jetzt muss ich weg. Komm, noch Strom. Kein Strom mehr. Brandon Hartley muss einfach vorbeikommen. Dann bekriegen die sich hoffentlich und ich kann wegfahren, wenn ich an ihnen vorbeikomme. Aber erstmal brauche ich ihn, um Stroll dauerhaft hinter mir zu halten. Schon sind wir 14. Und da vorne sind noch drei Autos. Und Stroll hängt mir am Hintern. Könnte gerade so ausgehen. Ich muss es aber auch immer wieder probieren. Gemeiner Mensch. So geht das Spiel also weiter. Und Hülkenberg ist auf gelben Reifen hinter uns mit einem Stop mehr. Hin und her, ein Geben und Nehmen. Und keiner gibt sich was. Jeder will bloß nehmen. Ich bekomme das Benzin ja gar nicht weg. Das ist noch nicht mal Teilabnutzung. Da vorne sind einige Autos, wir müssen da irgendwie dranbleiben. Notfalls halt mit Straw zusammen. Abstand sieht gerade gut aus. Hat er gerade eine Schwächephase, weil er keinen Sprit mehr hat oder irgendwie sowas? Vorsicht dran, Stein. Maximum mitnehmen. Jetzt kann ich mal für eine Weile vorne bleiben. Jetzt muss ich aber auch an Brandon Hartley ran.
Abstand zum Teamkollegen beträgt 3,6 Sekunden. Wie lange ich das gehen kann vor ihm. Sieht gerade ganz gut aus. Irgendwann muss die auch mal keinen Bock mehr haben, der Stroll. Irgendwann muss er auch mal aufgeben. Er muss es einsehen, dass er im Williams fährt. Die echten Formel 1-Fahrer sollten ihre echte WM lieber bei F1 2017 ausfahren. Da ist viel mehr los. So, Einstellung passen halt. Da habe ich ja gerade etwas durchgehauen. Etwas kommen wir an Brandon Hartley ran. Ich meine, es ist jetzt mal Ruhe von hinten. Ich glaube, da hinten ist noch ein Force India. Also in der Reifenstrategie meine ich genau alles richtig gemacht zu haben. Rote Reifen beim Start und jetzt die gelben. Und die fahren sich super. Ich versuche gerade wieder etwas Strom aufzubauen, mit meinen ab und zu mal kein ERS. Ja, der ist weit hinten, der Stroll ausstrecken kann, da muss ich nicht nach hinten gucken. Ich krieg den Sprit nicht runter. Mist. Ich komme nicht wirklich an die da vorne ran. Hülkenberg ist gerade hinter Lance Stroll. Sobald ich Windschatten vom Vordermann verspüre, fahre ich da wieder rein. Aber vergiss nicht, dass diese Reifen bis zum Schluss durchhalten müssen. Hä, immer noch bei 5,22, ich will wieder 0,0. Ist die Anzeige kaputt? Die ganze Zeit 5,22 Sprit. Jetzt habe ich mehr, okay. Aber ich komme wahrscheinlich immer auf eine Runde dann auf diese 5,22. Oder komme ich nie runter? Ich komme nie drunter. Egal, was ich mache, ich komme da nie drunter. Schaut mal. Jetzt hätte ich eigentlich verlieren müssen. Ich glaube, die Anzeige ist kaputt und ich fahre vielleicht dann irgendwann auf Mager. Auf ohne Sprit oder wie? Ich verstehe die Anzeige gerade nicht. Ich komme nie unter 5,22. Drüber ja, aber nie drunter. Ganz komisch. Gut, wenig auf die Anzeige gucken. Ich hoffe, der Tank hält, was er da verspricht. Oh, schaut mal, unter 5,22. Was haben wir denn für einen Wundermotor? Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,9 Sekunden. Allzu lang ist das Rennen nicht mehr. Hülkenberg kommt aber auch nicht an Lance Stroll ran. Obwohl er gut im Windschatten fährt. Was echt komisch, wie der Sprit nicht wirklich runtergeht. Wenn nur ganz minimal. Jetzt wieder bei 5,22. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 2,6 Sekunden. Mit dem ist die Luft rausgegangen. Wurde auch mal Zeit. Oh, 5,20.
wäre es gewesen, wenn die Teile jetzt alle orange gewesen wären, weil gerade irgendwas kaputt ist. Ja, schlimm für Vettel in der Fahrer-WM. Brandon Hartley geht echt ein gutes Tempo. Ich komme nicht wirklich näher. Die davor, die bekriegen sich irgendwie schon, aber ich komme da auch nicht ran. Also wir kommen nicht ran. Ich und Brandon Hartley und... Das macht es gerade schon zäh. Wir fahren gleich noch 5 Runden. Aber davon sind einige, weil die sich bekriegen. Direkt dahinter zu sein, das wäre jetzt ein Traum. Vielleicht wird er noch wahr, wenn die sich irgendwie duellieren, Boxenausgang und dann nebeneinander herfahren, sich in die Karre fahren und alle abfliegen. Das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, haben wir alles schon erlebt. Oh, schaut mal, Pierre Gasly vorbei, auch Hülkenberg hängt hinter Stroll. Wo kommt der Gasly her? Dann macht er uns noch Druck, womöglich. Brandon Hartley, ich brauche deinen Windschatten, um DRS. Aber warum verbrauchen wir gerade in Monster so wenig Sprit? Schaut mal, Brandon Hartley ist an Alonso rangekommen. Aber echt mal schön frei zu fahren, das eigene Tempo bestimmen zu können, ohne vom Hintermann beeinflusst zu werden. Na, ja, zwei rausgekommen. Wenn ich mich... Ich versehe mich gleich, dann habe ich Gasly hinter mir und Hartley noch zu weit vor mir. Deswegen gebe ich jetzt gerade mal wieder etwas Strom auf. Ich muss da irgendwie vor, aber der großen Gruppe sind wir, glaube ich, gerade praktisch nicht näher gekommen. Ich glaube, jetzt könnte ich schon so langsam Windschatten bekommen, aber nur ganz leicht. Dann gehe ich lieber den kürzeren Weg. Noch. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt Hülkenberg an Stroll vorbei. Wir kommen näher ran. Allerdings ist das Rennen auch gleich vorbei. Vor uns liegt der 13., der 12. und der 11. Der 11. ist... Sirotkin, starkes Rennen. Auch wenn es aktuell keinen Punkt bedeutet. Dieses starke Rennen. Also wir kommen näher und Alonso ist jetzt an Sirotkin dran. Und wenn Sirotkin hinter Alonso ist, wird er, glaube ich, Schritt halten können. Hoffe ich, damit die sich weiter duellieren. Ja, war ich etwas gewarnt. Ja, wir kommen allen dreien näher. Noch der Gruppe da vorne. Ja, die Gruppe wird zu spät sein. Wenn wir dran sind, müssen wir doch erstmal irgendwie vorbei. Versuche ich mal einen Windschatten zu hängen. Pierre Gasly hat zum Glück noch Respektabstand. Nicht drehen. Am Limit sein, ja, aber nicht drehen. Nur weil ich zu spät zu hart bremse. Drittletzte Runde. Vorne sind sie jetzt direkt im Zweikampf. Damit kommen wir alle ran. Brandon Hartley mischt jetzt mit, weil die zu langsam waren in der Lesmo. In der zweiten vor allem. Jetzt greift Alonso an. Ein paar Infos zu Sirotkin. Er hat ein paar Probleme mit seinem Aha. Auto. Deshalb langsamer. An den dreien vorbei und dann fällt vielleicht noch jemand aus. Oh, 5,17 an Sprit. Nanu.
Und dabei echt unerwartet. Jetzt behindern die sich noch schön. DS habe ich nicht. Ich muss irgendwas mit Windschatten reißen können. Jetzt düst gleich der Hartley davon, weil er DS hatten wir nicht. Ach du Kacke, das wird bald gleich gemein. Hinterachse blockiert, Mist. Weg. Mist. Hinterachse ist blockiert. Pegas liegt dran. Ich glaube, Brandon Hartley hat es da richtig erwischt. Ach Mist. Ich baller da die Styroporpfosten weg. Die Rennleitung hätte wohl eingeschritten. So wie bei Alonso und Suzuka, als er übers Kiesbett gerauscht ist. Jetzt kommt die Strafe, jetzt kommt der Teamkollege von Brandon Hartley vorbei. Auch auf Gelben. Hat mir letztendlich nur geschadet, Alonso ist jetzt auch weiter weg. Vielleicht kommt die letzte Runde. Ah, dahinter Stroll ist wohl Brandon Hartley gelandet. Immerhin haben wir DRS. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Ah, der Honda befeuerte Toros ist echt spitze. Okay, Strom sparen. Ich versuch's lieber in der DS-Zone. Da irgendwas zu setzen. Wenn ich jetzt dranbleiben kann. Ach, jetzt will ich hier wieder, wie gewohnt, DS soll ich haben, aber reicht das dann für den Ausgang aus Kari? Der ist zu weit weg. Das sieht gut aus für Pierre Gasly. Jetzt muss wieder gezaubert werden, der Parabolika. Das wird nicht reichen. Schade. Ne, muss ich aufgeben. Ich muss sagen, es war ein cooles Rennen. Verdammt viel los. Pass auf dein Auto, während du reinkommst. Die Nase ist ganz geblieben, mir kam aber unerwartet das Heck rum beim Anbremsen, weil die Hinterachse blockierte. Es kam unerwartet. Mit einem weiteren Grand Prix und einem fantastischen Sieg für Mercedes. Und Stefan, ich frage mich wirklich, was hier der Unterschied zwischen dem Sieger und der Konkurrenz war. Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zu ihrem Auto gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Sein Auto hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Und hier sind die Fahrer, die es nach diesem spannenden Rennen aufs Podium geschafft haben. Sie haben hier wie so oft alle Erwartungen übertroffen und feiern einen verdienten Erfolg. Heute steht Mercedes ganz oben. Dann sehen wir einmal nach, welche Auswirkungen dieses Resultat auf die Weltmeisterschaft hat. Lewis Hamilton übernimmt die Führung in der Fahrerweltmeisterschaft. Sprechen wir über den Fahrer des Tages. Stefan, wer ist dein Kandidat? Schwierige Entscheidung, aber ich würde sagen Sergio Perez. Er hat einfach ein Talent dafür, das meiste aus seinen Reifen rauszuholen. Und das hat er heute gezeigt. Kommen wir zu den Konstrukteuren. Wir haben heute einen Formabfall des Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil ihres Punktepolsters eingebüßt.
Das war's beim heutigen Grand Prix und Stefan und ich verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Also Perez, klar, ein tolles Rennen von 17 auf 7, hat aber auch ein starkes Auto. Und dafür, dass Pierre Gasly ein Zwei-Stop-Rennen gefahren ist mit dem Toro Rosso, und der ging ziemlich gut. Eine richtig, richtig starke Leistung, wie ich finde. Charles Leclerc auf der 4. Vor den beiden Red Bull. Auf einer Strecke, wo es auf den Motor ankommt, liegt es daran, der Sauber ist doch nie und nimmer vor Red Bull. Frag Ericsson. Wobei Leclerc auch der bessere Fahrer ist, keine Frage. Nur 12 Sekunden hinter dem Sieger. Das ist ja fast noch besser als das Podestrennen in Monaco für ihn. Also Hamilton gewinnt vor Bottas, vor Kimi, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Perez, Magnussen, Grosjean, Ericsson nimmt einen Punkt mit, immerhin. Alonso leider nur 11., würde er sich sagen. Pierre Gasly, dann wir. Das war ein Rennen, ey, so viel los. Nase ganz behalten. Blockierend Hinterachse und dann das Streitthema oder der Knackpunkt, das Kaputtfahren der Styroporbanden. Die sind da, um stehen gelassen zu werden, damit man entsprechend verlangsamt wird, wenn man schon die Schikane nicht nimmt. In echt kommen die Fahrer da aber auch viel besser rum. Das ist meine, in Anführungszeichen, Ausrede. Ich muss aber nach diesem Rennen unbedingt mal testen, ob ich es irgendwie schaffe mit einem... da drumherum zu fahren. Ich habe das schon ein paar Mal probiert, in freien Trainings, in anderen Spielen. Ist mir bisher noch nie gelungen, aber jetzt, nachdem ich das da gesehen habe, also ich muss ja ehrlich sein, und das war auch bewusst, dass ich da nicht mit Vollgas durch bin, aber auch nicht mit so wenig Geschwindigkeit, wie man in etwa hätte nehmen sollen. Ich glaube, ich hätte die so oder so nicht stehen gelassen. Aber insgesamt war es einfach ein tolles Rennen. Auch wenn es nur Platz 13 war. Mit den Reifen alles richtig gemacht. Rot zu Beginn und dann gelb. Wir brauchen aber unbedingt Motorleistung, damit wir uns noch besser wehren können. Aber was wir an Sprit gespart haben, unfassbar. Also Sirotkin auf der 14. Auf der 15 Hülkenberg. Brandon Hartley wird sich bei der Aktion richtig ärgern. Er war der ganz große Leidtragende. Also dass ich Zeit verloren habe... Ich muss nochmal auf die Delta-Zeit schauen, aber Alonso war ja dann weit, weit weg. Muss ich nochmal mehr anschauen. Also, was die Delta-Zeit gesagt hat, ich hoffe, ich habe da wenigstens einfach nur Zeit verloren. Und Alonso gucke ich mir auch nochmal an, wie weit er weg war und vor der Aktion, nach der Aktion. Brandon Hartley wird sich aber ärgern. Lance Stroll auf der 17, Van Dorn, Vettel, Ocon auch ausgeschieden. Hat die Rennleitung was vermerkt für die letzte Aktion? Schaut mal, uns wird nicht die Schuld gegeben, aber... Das sehe ich nicht so. Das Spiel sagt zumindest, Sirotkin, du hast Kollision mit uns verursacht und Pierre Gasly, du auch. Hast Pierre Gasly auch noch? Der vielleicht in uns rein? War das doch keine blockierende Hinterachse? Also ich meine, es war eine blockierende Hinterachse. Habe ich dabei... Nee, ich habe doch zwischendurch mal kontrolliert, als ich da wild durchgeschaltet habe bei der MFA. Da war die Bremsbalance, meine ich, in Ordnung. Aber ich muss mir die ganze Situation nochmal anschauen. Keine Punkte mitgenommen. Hamilton, neuer Führender. 3 Punkte vor Vettel. Ericsson. Punkt gleich mit Hülkenberg, aber vor ihm war besseres Einzelergebnis. Ansonsten keine Verschiebung, bei den Konstrukteuren auch nicht. Wir halten uns weiter sehr gut von McLaren, aber Sauber ist jetzt richtig davongezogen. 13 Punkte im Vergleich zu uns, 0. Aber das Gute ist, so schade es ist, weil Spa und Monza sind tolle Strecken. Jetzt kommen wieder eher Strecken, die uns liegen, wobei Russland, also Singapur liegt uns noch eher als Russland, glaube ich, vom Auto her. Die nächsten beiden werden trotzdem schwierig, weil es nicht unbedingt meine Strecken sind. Aber der Renault sollte da besser funktionieren als jetzt bei den letzten beiden Rennen. Aber dann freue ich mich auf Suzuka. Gut. Hätten wir das Rennen erst einmal überlebt. Mit Nase ganz.
Zwischen Alonso und Perez soll es eine Kollision gegeben haben. Erstmal sieht man, dass Alonso gar nicht so verkehrt wegkommt, aber von seinem Teamkollegen etwas aufgehalten wird. Und dann kommt Kurve 1. Da dotzt einfach drauf. Jetzt könnte man denken, Nase. Ja, aber ist ganz geblieben. Hat Alonso nochmal Glück gehabt. Und dann ging es ja schon los. Sirotkin und Villa hin und her. Seine Lieblingsgerade war die Gerade vor Vialone Ascari und meine Gerade, die vor der ersten Schikane. Die Stadtzielgerade. Hier kam er nicht vorbei. Hier hatte er noch mit dem Torosso zu kämpfen, aber er ist ziemlich schnell wieder rangekommen. Ja, und sowas einfach ein stetiges Duell. Hier ist nochmal der Ausfall von Ocon, da sind wir ja dran vorbeigefahren und ich hatte auch so meine Bedenken, ob das gut geht. Es ging letztendlich gut, da sind wir vorbei und da hat Williams, der Torosso und der andere Force India und Ocon macht dann auch irgendwann Schluss. Ist aber noch ziemlich lange gefahren, aber da gab es glaube ich einfach keine Möglichkeit, den Wagen zur Seite zu bekommen, rauszubekommen. Ja. Sirotkins Lieblingssituation in der DRS-Zone und meine war es ja auch. Aber gefühlt war es für mich schwieriger, obwohl es auf der eigentlich einfacheren Geraden ist, nämlich Start-Ziel. Ich habe es ziemlich lange immer rechts probiert und dann später auch irgendwann links, aber es war halt so eine Sache. Ich habe es rechts probiert, wenn ich ziemlich spät erst auf seine Höhe gekommen bin und wenn ich schon neben ihm war und wir noch in der alten Runde waren, dann habe ich es dann links probiert. Wieder ein neuer Versuch. Sirotkin wieder auf seiner Lieblingsposition. Hinten in der DS-Zone, ich dann hier. Und das ist die Aktion, wie Perez vorbeigekommen ist. Wir machen dem die Tür auf. Er bedankt sich doch. Herzlichst. Der beholt jetzt 2 auf einen Streich mit Überschuss. Und wir machen da wirklich die Mitte auf. Hier sieht man es auch nochmal. Herrlich. Ich mache am ehesten die Lücke auf, aber überhaupt ist es einfach eine Einladung. Hier, Perez, wollen Sie vorbei? Bitte schön. Ja, danke schön. Es passt aber irgendwie zum Rennen. Einfach verdammt coole Aktion. Es war ständig irgendwas los. So, auch nochmal hier. Da war ich dann kurz nach der Linie dran. Ja, aber hat nicht wirklich einen Überschuss. Habe ich es wieder rechts probiert. Der McLaren ist nicht vorbeigekommen. Ich bin wieder vorbeigekommen, aber in der gleichen Runde habe ich die Position wieder verloren. Ein Hin und Her, es hat einfach Laune gemacht. Und hier bei Stadtziel war ich jetzt eher dran und da war auch die Lücke, da habe ich es dann links probiert. Es war ein Hin und Her und ich muss sagen, na, Silverstone hat mir noch einen Ticken mehr gefallen. Aber ich würde sagen, dieses Rennen hier kommt jetzt direkt im Anschluss. Ja, Hülkenberg ging von der 6 aus ins Rennen. Mit 2 Stops war er gar nicht mal so weit hinter uns. Und ja. Es waren jetzt 2 Rennen, wo nicht viel bei rumkam. Ertragreich waren die beileibe nicht. Aber ich muss sagen, die waren beide sehr unterhaltsam. Es war ja schon vorher klar, dass wir in Spa und in Monza nicht viel reißen werden. Das war einfach ein Motorproblem auf diesen beiden Strecken. Aber ich finde, dafür, dass wir nichts mitgenommen haben, hatten wir, glaube ich, ziemlich viel Spaß. Aber genauso muss das. Und ich finde, nachdem ich in Frankreich und in Österreich meine Aussätze hatte. Gut, in Österreich vielleicht ganz gut, denn ansonsten wäre das vielleicht ein zu gutes Ergebnis geworden mit der doch zu schwachen KI. Aber eben die beiden Rennen, das war so ein Wink für mich. Jetzt muss es doch mal werden. Und ich finde, ich habe das in den nächsten Rennen insgesamt relativ gut hinbekommen. In Ungarn, als ich da Bottas den Weg abgeschnitten habe, da nicht, aber ansonsten habe ich in den ganzen Situationen eben vor allem durch Spielberg und durch Le Castellet doch einiges mitnehmen können. Und daran habe ich jetzt einfach zum Beispiel in Spa und in Monza dran gedacht. Vor allem hier in Monza, weil es waren ja so unglaublich viele Zweikämpfe und die Nase ist ganz geblieben. Also da bin ich ein klein wenig froh und stolz auf mich, dass ich so langsam die Kurve bekomme. Denn wir haben ja gesehen, was geht, wenn man sich mit der KI versteht. Das war ein unglaublich unterhaltsames Rennen und die Reifenstrategie hat auch gepasst. Also mit roten Reifen starten, dann mit gelben fahren, das war weicher als die KI gegangen ist.
Und Monza ist jetzt nicht zwingend die Strecke, wo du mit viel weicheren Reifen viel mehr Zeit rausholen kannst. Klar, die Ausgänge aus den Kurven, aber du hast hier nicht wirklich schnelle Kurven. Ansonsten einfach der Motor. Also habe ich zumindest bei der Reifenwahl die richtige Wahl getroffen. Hat sich das lange Grübeln zu Rennbeginn vorm Rennen vor der Einführungsrunde also gelohnt. Na los, wird Zeit für ein Interview. Nein. Keine Zeit für ein Interview. Gegen Leclerc abgestunken. 2 Punkte hat er gewonnen, jetzt liegt er ein Punkt vorne. Hülkenberg 3:3. Na, über die 7000. Mal gucken, was für eine Entscheidung bei der Abstimmung gefallen ist. Strapazierfähigkeit neu oder nicht? Teamzielebonus 7000 überschritten, auf jeden Fall. Die 6 Trainingsprogramme. Dann werden wir vielleicht gleich schon ausgeben. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall was machen, bevor wir zum nächsten Rennwochenende gehen, damit wir diese eine Woche Entwicklungszeit mitnehmen können. Das Team freut sich, dass du dein letztes Ziel erreicht hast. Die Entwicklung wird damit sicher schneller gehen. Und es sollte sich für dich bei der nächsten Verhandlungsrunde lohnen. Schön. Freut mich auch. Das müssen wir wieder anschieben. Wenn wir das unbedingt haben wollen. Wir können auch das einfach so liegen lassen. Aber es ist ja immerhin die Gewichtsumverteilung. Und dann würde nämlich was Großes auf uns warten. Also das könnte dann hoffentlich dann wirklich in Singapur fertig sein. Oder es schlägt nochmal fehl. Aber das hatte ich bisher noch nie, dass ein Teil zweimal fehlgeschlagen ist. Aber irgendwann ist immer das erste Mal. Also hier geben wir was aus. So, nochmal Reifenabnutzung. Oder leichte Felgen. Gewichtsreduktion. Bringt auf dem Blatt Papier 4. Ich bin aber gewillt, auf die Reifenabnutzung zu gehen, damit wir auf jeden Fall Einstopprennen fahren können. Zusammen mit Hülkenberg und das auch ziemlich gut. Weil dann würde halt auch schon was Großes als nächstes kommen und wir werden wieder fleißig Ressourcenpunkte sammeln. Jetzt, wo ich das nächste Sparziel, die 7000, wieder erreicht habe. Also werden wir sehr wahrscheinlich das hier ausgeben. Die Reifenabnutzung, die Heizdecken. Eine neuartige, widerstandsfähige Carbonfaser-Heizdecke erwärmt die Reifen. Für die verwendete Session gleichmäßiger, wodurch die Reifenabnutzung reduziert wird. Klingt ziemlich einfach gestrickt, aber kann uns egal sein, wir nehmen das mit. Wir können ja 2 Entwicklungen pro Abteilung abschließen. Reicht... Nee, wird nicht reichen für... Nee, 7100 reicht nicht. Dann könnte ich jetzt schon... den hier machen und das hier ausbauen. Ist auch die Abteilungseffizienz, aber... es würde mir noch nicht sofort was bringen, deswegen werde ich es wohl erst in Singapur machen. Ich sehe jetzt einfach keine Notwendigkeit, das jetzt schon zu machen. Ich habe es ausgegeben, die Punkte wären auf jeden Fall weg. Wenn irgendetwas Unvorhergesehenes oder sowas in der Art kommt, dann kann ich da immer noch investieren. Wobei wir in Singapur nämlich an auch genügend Ressourcenpunkte sammeln werden. Aber ich habe einfach keinen einzigen Vorteil, wenn ich das jetzt schon ausbauen würde. Und insofern lasse ich das mal noch stehen. Was anderes wäre es gewesen, wenn ich jetzt hier... Wie viel? Na so, 250. Klar, muss ich ja noch runterrechnen. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, 7400 Ressourcenpunkte noch hätte, dann wäre es klar, dann würde ich jetzt schon ausbauen und hier drauf gehen, dann könnte das eben schon in Singapur fertig sein. Dann hätte ich einen Vorteil, das jetzt schon einzusetzen, aber wenn ich nicht gleichzeitig entwickeln kann in dieser Abteilung, dann bringt es mir noch nichts. Gut, mal gucken, was vielleicht bei diesem Rennwochenendwechsel der gute Karl sagt, ob dann schon ein Abstimmungsergebnis vorliegt. Wir müssen auf jeden Fall noch Teile wechseln. Man hat sich ja voll gelohnt. Keine Punkte, aber dafür ein geiles Rennen gesehen. Teile anders. Ja, welche Teile denn? Wir fahren immerhin Singapur. Da gehe ich mal auf diesen Motor noch. Ich hoffe, das ist nicht schlimm.
ist es hier auch klar. Nein. Womöglich nein. Ja. Ich will ja im freien Training nicht so sehr hinterherhinken. Der Turbolader. Nochmal die 73. Ist ja immerhin bloß Singapur. Mitgenommen. Und du kommst wieder rein. Gut, hätten wir das auch. Singapur ist dann Rennwochenende 6 von 6. Dann könnten wir wieder straffrei wechseln. Tja, ansonsten gibt es nichts weiter zu gucken. Ach, Hülkenberg. Ja, wir haben es gerade schwierig als Renault. Aber wann holst du denn mal wieder Punkte? Du hast zuletzt geholt in Spanien. Spanien danach zweistellig, DNF, zweimal nur Elfter. Danach kam, nach dem letzten Ausfall vor Belgien, gab es dreimal Platz 11. Ach ja, Platz 10 stimmt in Deutschland. Da ist er ja vor Hamilton geblieben, ne? Hamilton? Achso, der ist gar nicht zu sehen, der ist weit oben. Genau, Elfter geworden. Stimmt. Ach, die Übersicht hier ist cool. Schön, dass das Codemasters mittlerweile eingeführt hat. Und wir springen zum nächsten Rennwochenende und müssen auch die KI-Fahrerstufe anpassen. Sonst gehe ich unter. Also KI-Fahrerstufe der Saison 5 von F1 2017. Das war die 78. 50er Renndistanz, komplett Reifen gucken, ausgewogen. Super, wir überspringen die Roten wieder. Das finde ich sowas bescheuert. Zweimal lila fahren geht nicht. Wir müssen ja zwei unterschiedliche Farben fahren. Ob wir mit rosa und lila durchkommen, machen wir uns Gedanken, wenn es soweit ist. Also KI-Fahrerstufe. Genau, bei der 80 schwenkt es um. Die 78. Und dann mal schauen, ob jetzt Karl vorbeikommt. Singapur bei Tag sieht echt komisch aus. Die neuen Teile sind aus der Fabrik angeliefert worden. In der nächsten Session sind sie am Auto. Die funktionieren alle. Super. Ah, war jetzt Platz. Nachrichten gucke ich nicht. Ich habe ein paar Kontakte zu Williams geknüpft. Ach, Emma. Sie denken, deine Einstellung und deine Ergebnisse würden gut zu ihnen passen. Wenn du Interesse hast, könnten wir bei der nächsten Vertragserneuerung sehen, was sie uns für ein Angebot machen. Na, dran an Ferrari. Oh, hier hinten kommt schon was Ultimatives, was gar nicht so viel kostet. Ach, ist das schön. Endlich geht's auch entwicklungsmäßig voran. Das könnte nächste Saison eine Bombensaison werden, wenn wir dann auch beim Antrieb was machen können. Und irgendwann muss die Aero noch dazukommen. Ich schätze mal, spätestens in Saison 3 kommt die so richtig in Fahrt, die Aero. Dann dürften wir genügend gespart haben. Wobei, ich glaube, wir werden mit den Ressourcenpunkten nicht hinterherkommen mit dem Ausgeben zwischendurch. Aber wir werden es einfach mal sehen. Das ist viel zu weit nach vorne geblickt. Da sind wir, also wir sind knapp beim Chassis hinter Ferrari. Knapp hinter Ferrari. Hier sind wir hinter Haas, hinter McLaren. Haas ist schon deutlich vorne. McLaren knapp. Und ja, bis in Saison 3 wird uns, denke ich, Williams nicht überholt haben. Aber der Rest schon. Und hier müssen wir endlich mal anfangen. Erzähl es so weit weg. Gut vor Ferrari, Ferrari gut vor Force India. Nee, doch. Force India nur knapp vor Williams, so. Das habe ich gerade gesehen. Und hier ist noch nichts bei rausgekommen. Ich guck mal nicht in die Nachrichten. Vielleicht steht da schon was. Oh, Mercedes, Ferrari wieder auf der 2. Sauber wieder hinter uns, weil wir jetzt vorangekommen sind. Wir knapp hinter Force India. Das Entwicklungsrennen. Williams wieder hinter Toro Rosso. Aber wichtiger ist, auf der Strecke, nicht auf dem Papier. Und damit bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und ciao, tschüss.